Hallo, willkommen zurück auf der Niedersachsen 21 im Landwirtschaftssimulator. Ich habe das Feld abgeerntet und ich habe mir einen Pflug besorgt. Keinen großen Pflug, relativ kleines Gerät. Und das Ackergras auf der anderen Seite habe ich jetzt noch nicht runtergeholt. Ich habe mir überlegt, die erste Runde, die ich auf unserem neuen Feld 84 ansehen möchte, wird wahrscheinlich Ackergras sein. Von daher lasse ich das auf der anderen Seite erstmal stehen und dann, falls das jetzt klappen sollte, und dann hole ich das einmal gesammelt hier runter. Dafür muss ich aber erstmal die Felder jetzt natürlich zu einem machen. Dafür muss ich sie verbinden. Und dafür klappen wir doch jetzt erstmal einen Flug aus und dann gucken wir mal, ob es überhaupt funktioniert. Und ich möchte mir da ganz gerne VCA zur Hilfe nehmen. Damit kann ich schließlich schöne, gerade Linien fahren. So. Und VCA ist noch falsch eingestellt hier auf den Flug. Das, jetzt muss ich glatt überlegen. Das war, glaube ich, Steuerung C. Steuerung C. Da kommt man ins Menü von VCA. Und dieser Flug sollte eigentlich 6 Meter Breite haben. So, stellen wir mal eben um. Und tata, da haben wir es. 6 Meter Breite. Und jetzt möchte ich hier schön an den Feldrand ran, ohne jetzt zu weit zu gehen. Weil das wäre auch nicht von Vorteil. Dann müsste ich einmal das ganze Feld entlang ziehen. So, schauen wir mal. Wir machen mal so einen kleinen Test hier. Bevor ich jetzt umstelle, einmal absenken. Und ich würde sagen, das sieht ganz gut aus. Ich muss allerdings ja auch umstellen auf... So, Flug zuklappen, Feldflug heben. Wo war das denn? Wie war das doch gleich mit Erstellen zulassen? War das Z? Muss ich kurz überlegen. Warum habe ich meine Courseplay-Angaben hier eigentlich drin? Die möchte ich gerade gar nicht haben. Drücke mal Z und gucke, was passiert. So, würde ich jetzt hier ein Feld erstellen? Ja! Ja, wunderbar, das klappt. Allerdings, was habe ich hier übersehen? Ich habe einen Baumstumpf übersehen. Den habe ich nämlich schon gesucht. Ich habe ihn nicht wiedergefunden. So, aber ich kann die Holzfäller-App, die Holzfäller-Mod empfehlen. Tata, denn mit der Holzfäller-Mod könnt ihr einfach Baumstümpfe mit der Motorsäge entfernen. So, dann gehen wir mal wieder auf unsere Strecke und jetzt ziehen wir hier einfach rein. Zack, und damit das auch verbunden ist, ziehe ich tatsächlich ein bisschen in das Feld hier drüben rein. Einmal Flug heben. Weil jetzt wäre es doof, wenn ich hier im Waldstück noch zu viel wegnehme. Das möchte ich ja gar nicht. Und jetzt nähere ich mich auf der Seite hier einmal an. Ich mache das jetzt wie, quasi wie so eine Feldumrandung, würde ich mal sagen. Jetzt wollen wir den VCA einmal drehen und dann an die Kante hier anlegen. So, VCA schon mal aktivieren, damit er sich jetzt hier einmal schön gerade auf die richtige Bahn setzt. Zack. Und wir sind ja hier jetzt schon verbunden. Das heißt, ich muss nicht mehr exakt treffen. Ich könnte jetzt eigentlich hier ablassen, damit ich den Feldrand da nicht zerstöre. Jetzt ziehe ich hier einmal runter. Ah, ich glaube, der Plan funktioniert. Sehr, sehr cool. Eigentlich muss ich dann doch das ganze Feld einmal machen, wenn ich sehen will. Oder kann ich da einfach drüber sehen? Ist jetzt eine interessante Frage, ne? Muss ich das vorher einmal komplett grubbern? Eigentlich habe ich ja Pflügen ausgestellt, ne? Aber ich könnte es jetzt auch eigentlich einmal komplett pflügen lassen, dann. Auch Quatsch, das jetzt nicht zu tun. Auf jeden Fall werde ich mir
einen eigenen Feldrandkurs einfahren müssen. Das ist natürlich Pflicht. So, und hier sind die Felder jetzt nicht exakt auf einer Höhe. Möchte ich die auf eine Höhe bringen? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ob ich das möchte. Warum? Weil die Feldkante hier, wenn man jetzt mal guckt, die ist, glaube ich, viel näher an den Bäumen dran, ne? Wenn man mal schaut. Obwohl, da ist schon noch ein bisschen Raum. Eigentlich auch ausreichend. Auf dem Feld ist er ja auch klar gekommen. Mal ganz kurz auf der Karte schauen. Wenn wir da jetzt reinscrollen, das ist schon... Das sind schon exakt gerade Linien hier. Also nehmen wir mal die Feldkante hier als Maß, würde ich sagen. Als Maß der Dinge. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich da mit dem Baum in die Bredouille gerate hier und der dann zu nah dran ist, aber... Ah, wir machen das jetzt mal. So, das heißt, ich muss hier weiter rüber. Bis wohin steht das denn? Ich würde sagen, bis hier, ne? Oder ist das schon zu weit? Ich will jetzt ja auch nicht zu weit gehen. Na, wir machen das erstmal so. Wollen jetzt ja nicht übertreiben hier. So, dann senken wir ab. Eieiei, hoffentlich passt das jetzt. Und dann ziehen wir hier mal längs. War, wird schon ein bisschen eng. Ich glaube, so ein paar Bäumchen... Könnte sein, dass die dran glauben müssen. Könnte halt Probleme mit Abfahrern geben, vor allem, ne? Dass sie dann wieder in den Bäumen hängen bleiben. Ich werde da ja relativ viel anpassen müssen. Also ich werde einen eigenen Feldrand einfahren müssen hierfür. Ich werde die Autodrive-Kurse... anpassen müssen, dann nehme ich dann den vorhandenen Kurs auf A83, wo ich das Feld quasi einmal umrunde und werde mir da dann jetzt einmal konzentrieren, dass ich hier auch eine schöne Kante hinbekomme, so das reicht. Anheben. Zzzzt. So. Ich das Ganze. Habe jetzt ja nur einen 6-Meter-Flug, ne? Nein, mache ich nicht. Ich grubber das nachher. So, ich mache jetzt erstmal die Verbindung hier fertig. Was wollte ich sagen? Genau, die Feldumrandung aus meinem Autodrive-Kurs, die werde ich dann von der 83 hier nehmen und die einfach neu anlegen um das ganze Feld hier. Bin gespannt, ob das hier alles hinhaut, wie ich mir es vorstelle. Auf jeden Fall haben wir damit ein echt großes Feld. Da sollte dann auch ordentlich was bei runterkommen und rumkommen. Nehme ich jedenfalls mal an. So. Ja, gehen wir mal hier hin und dann fahren wir 2 Bahnen. Dann haben wir es auch. Zack, so, hier können wir hier schon runterlassen. Und dann lasse ich den nämlich gleich einmal mit Cosplay Feld 84 grubbern. 83 dann ja eigentlich nicht. Da fahre ich einfach mit der Sämaschine manuell über diesen Verbindungspart
Das müsste eigentlich schon ausreichen. Also Grubbern, der 84. So. Dann Sehen auf der 84. Und dann sehe ich noch das Verbindungsstück einmal manuell. Dann muss ich das andere Feld hier nämlich nicht auch noch grubbern. Da ist ja jetzt schon Ackergras drauf. Dann haben wir ein großes Feld mit Ackergras. Ups, einmal anheben. Das ist wahrscheinlich nicht so gut für einen Flug. Und dann haben wir es. Einmal auf der Bahn, bitte. Oh, ich freue mich gerade total, dass das klappt. Ich war mir nicht sicher, ob ich hier die Felder verbinden kann. Coole Sache, das. Dann werde ich das für Feld 74 und 75 auf jeden Fall auch ins Auge fassen. Wir haben jetzt 50.000 Kredit gerade. Wäre tatsächlich eine Überlegung, das jetzt schon sogar dann in Angriff zu nehmen. Als nächstes. Und dafür eine Kreditsumme aufzunehmen, die Investition einzugehen. Denke ich mal ein bisschen drauf rum. So haben wir es dann auch gleich schon. Ich weiß gar nicht, ob ich den Flug gekauft oder gemietet habe. Der war jetzt nicht teuer. 17.000 kostet der. So. Damit haben wir unsere Felder verbunden. Einmal einklappen bitte. Und nicht vergessen, Z umstellen, dass ich nicht wieder beim nächsten Mal nicht dran denke, einfach losflüge und dann irgendwie eine Ecke ins Feld reinhaue. Das wäre ungünstig. So, dann fahren wir das gute Stück mal weg und dann holen wir uns einen Grubber. Vielleicht mache ich, mir hier noch so einen Weg drum mit meinem Landscaping-Tool. Das sind ja jetzt meine Felder. Kann ich dir auch, kann ich ja weitere Zufahrten bauen, ne? Ah, ich freue mich. Coole Sache, das. So, den Flug. Ach so, ja, ich wollte ja gucken, ob der uns jetzt gehört, ne? Oder ob ich den einfach wieder zurückgebe. Gemietet. Nee, den habe ich nur gemietet. Guck an. Guck an. Aber wenn ich den jetzt hier hinten hinstelle, dann der ist ja nicht so teuer. Und ich habe ja den Plan, den Grubber, da möchte ich auch gerade gar nicht haben. Ich möchte den größeren haben. Der steht hier drin. Also den Flug lasse ich erstmal stehen. Und wenn ich mir dann eins bin, ob ich das jetzt schon durchziehe mit der 74, 75 oder nicht, dann werde ich ihn ja gegebenenfalls gleich nochmal brauchen. So, auf zur 84. Ach, auf der 84 habe ich doch auch schon einen Abfahrerkurs. Cool, da muss ich die wirklich nur noch verbinden. Ist ja easy peasy gemacht. So, einmal hier längs. Und ruff aufs Feld hier. Tata. So, du sollst Feldarbeit machen auf 84. Ja, mach mal 7 Vorgewände. Er wird jetzt ja nicht alles mitnehmen, ne? Fahrzeuge auf demselben Kurs haben wir doch gar keins. Achso. Ah, okay, okay. Geht gar nicht weiter. So, 12 Meter 2, machen wir 12 Meter draus. Wir wollen im Uhrzeigersinn fahren. Wunderbar. Setzen nochmal ein bisschen zurück, dass er hier auch vernünftig drankommt. Erster Wegpunkt ist drin. Und dann geht das los.
Coole Nummer. Oh, bisschen sehr schief abgestellt, ne? Wonderful. So, und bis da hinten wird das Feld dann gehen. Geil. Okido. Das gibt uns jetzt kurz Zeit, einmal hier einen kleinen Check zu machen. Wer ist denn wo unterwegs? Die Kartoffeln sind in Arbeit. Die Linien mache ich mal aus hier. Die nerven ja ein bisschen. Karte mache ich auch mal aus. Der Varitron wird gerade entladen. Das heißt, die Meldung ist dann gleich schon mal weg. Funktioniert jetzt auch ganz gut. Nachdem die Vorgewände hier eingefahren sind, kommen die ganz gut zueinander und wieder weg. Aktuell hier nur mit einem Abfahrer unterwegs. Ich überlege, ob ich da jetzt gleich noch einen von meinen Traktoren mit draufsetze. Zum Beispiel den hier. Oder aber den hier. Den wollte ich haben. Der 240. Wobei der Hänger hier ist, der ist zu hoch. Wenn ich mich nicht täusche für den Kartoffelroder. Und den Bandit habe ich gerade woanders im Einsatz. Ich habe also gar keinen passenden Hänger für den Kartoffelroder, glaube ich. Wir können es ja mal testen. Dann nimmst du ihn mal mit. Und dann probieren wir das mal, weil Feld 72 ist ja eben, da ist keine Erhöhung drin. Aber ich glaube, das wird nicht passen. Huch. Das wollte ich gar nicht. Das mal aus. Fahr hier mal rum. Und dann setz dich doch mal zu Feld 72 in Bewegung. Das gehört nicht uns. So, der ist unterwegs. Unser Drescher muss abgefahren werden. Das ist gerade ein Auftrag hier. Und, ja gut. So kann er natürlich nicht abgefahren werden. Ne? Das ist das Problem mit den Bäumchen. So wird das nichts. Also rauf aufs Feld mit dir. Und jetzt müsste er eigentlich den Weg finden. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob ich die Strecke zu Getreide Werner eingefahren habe. Jetzt fährt er wieder so blöd hier rum. Was machst du denn? Schlau ist das nicht. Willst du jetzt Slalom fahren durch die Bäume oder das unterbinden wir? Ja, nee, jetzt hat er. Jetzt hat er's. Sprach er und. Will mich doch nur irritieren hier. Der will mich aus der Ruhe bringen. Okay, jetzt ist er wieder auf dem richtigen Weg. Wunderbar. So, hier ernten wir auch gerade Soja. Nee, Entschuldigung, Raps. So wie auf unserem Feld vorher. Ich hoffe, dass da auch noch was für uns abfällt. Wie weit sind denn die Aufträge? Kurzer Check. Hier sind wir schon bei 30% beim Raps. Und bei den Kartoffeln, ja, das braucht noch ein bisschen, 28%. Ansonsten könnten wir einen Rübenauftrag annehmen für 19.000. Müsste ich das Gerät natürlich wieder mieten. Feld 32, wie groß ist denn das? 35, 34, 33, 32 ist gar nicht so groß, ne? Eine Überlegung. Allerdings wird der Abfahrer, da ist ja ein Traktor bei, der fährt nur 50. Und der müsste immer ganz zu Nordzucker. Das ist hier. Wäre schon immer gut unterwegs. Also. Ah ja, es würde keine eigenen Maschinen aufhalten. Sind natürlich dann Arbeiterkosten, ne? Die anfallen um 19.000. Weiß nicht, ob sich das wirklich lohnt. Man wird jetzt schon piki, weil man hier die 83er zwischen hat. Und diese Ballenpressgeschichten, die nerven mich ja tierisch. Die verschwinden einfach nicht.
Obwohl ich hier Verträge aktualisieren als Mod ja drin habe. Vielleicht funktioniert das auch nur, wenn ich wirklich alle einmal abgearbeitet habe. Aber ich meine, ich habe das einmal ausgetestet und hat aber nichts gebracht. Die haben sich hier irgendwie manifestiert, dass ich Ballen pressen soll. Mal gucken, vielleicht ändert sich das ja noch im weiteren Verlauf des Spiels. So, ansonsten, wir haben hier unseren Case Puma bereitstehen zum Düngen. Den werde ich jetzt auch einfach schon mal ganz dreist zu Feld 84 schicken. Weil da möchte ich dann nach dem Grubbern natürlich erste Runde düngen. Das ist schon unter den eigenen Feldern. Dann such dir mal einen Weg und fahr da hier rüber. Ah, und er ist schon gleich mit der ersten Vorgewenderunde durch. Sehr schön. Okay. Oh, ich häng fest. Ja, viel mehr geht gerade gar nicht. Jetzt muss ich kurz warten. Das heißt, ich kann mir hier mal einen Überblick bei den Eiern verschaffen. Wir gehen hier schon in die dritte Reihe. Wie viele Kartons sind denn das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15. 15 Kartons. Hatte ich nicht mal so eine Anzeige? Ja, okay. Der ist voll. Und der hier vorne? Wahrscheinlich nicht. Da muss ich mir mal was überlegen. Es gibt doch so kleine Lagerstätten dafür, ne? Ob ich mir da so eine hinstelle? Worunter waren die denn noch zu finden? Waren die unter Diverses? Bam, bam, bam. Wo wart ihr denn noch? Oder unter Tierhaltung. Die hier sind auch sehr cool. Diese Ballenstacks. Die finde ich auch ganz nice. Unter Diverses hat man jetzt ja tausend Sachen, ne? Mal gucken. Ah, hier wäre ein Eierkistenlager. Da muss man die natürlich immer manuell reinstellen. Ja gut, Kartons muss ich eh manuell anheben. Wie groß werden das? Übersichtlich, ne? Könnte man hier so in die Ecke stellen. Allerdings, vielleicht möchte ich das Silo ja nochmal erweitern. Das macht dann keinen Sinn. Und hier hinten hintragen ist aber auch nicht wirklich sinnig. Wenn, dann müsste das ja schon hier beim Hühnerstall auch so gelegen sein, dass man das dann nur mal eben rüberschleppt. Das ist, glaube ich, noch nicht so die beste Idee. Ist da noch ein anderes? Blumengärtnerei, Gewächshaus produziert Blumen, die automatisch verkauft werden und ihnen Geld einbringen. Da brauche ich dann wahrscheinlich Mist und Wasser. 16 Euro pro Tag. Achso, Kosten, Entschuldigung. 500 Euro pro Stunde. Gar nicht mal so wenig, ne? 16.000 Investitionen. Ich meine, ich habe jetzt keinen Mist aktuell. Ich könnte mir ein, zwei Kühe anschaffen. Ich muss ja jetzt nicht gleich immens viele nehmen. Oder lass es 5 bis 10 sein. Dann hätte ich Mist. Ich habe Animal Pen an. Zwecks Wasser. Oder ich stelle mir halt ein kleines Wassertank hier hin. Wie groß ist so ein Ding? Ja, gar nicht mal so klein. Könnte ich das hier, das könnte ich in den Hühnerstall hier reinstellen? Witzig. Das wäre eigentlich eine ganz witzige Nummer, ne? Weil ich finde den Hühnerstall hier, der ist echt überdimensioniert mit dieser Außenfläche. Und irgendwie kann man damit aber nichts machen. Hier laufen halt die Hühner rum, ja. Aber das ist auch alles. Die machen ja nicht wirklich was und. Da war schon die Überlegung, ob ich diese Flächen irgendwie nutzen kann. Und das hier wäre ja gar nicht mal so doof, die Variante. Rotier das doch mal im Raster, damit ich auch halbwegs ausgerichtet bleibe. Würde das denn passen, wenn ich das. Ich müsste ja auch hier noch durchs Tor kommen, ne? Sonst macht es keinen Sinn. Das würde wohl hinkommen.
Müsste hier so ein bisschen mit der Dachrinne in das andere Dach rein. Man kann halt nur vorwärts und dann wieder rückwärts raus. Weil auf der Seite ist kein Tor. Dann könnte ich hier Gewächshäuser hinstellen. Dann laufen die Hühner in den Gewächshäusern rum wahrscheinlich. Auch eine Idee. 16.000 Investitionen. Würde ich denn da gut rein und rauskommen? Wobei, ich kann den Hühnerstall ja nicht betreten. Das habe ich ja. Ich krieg's einfach nicht hin. Ich weiß nicht, ob man da reinkommt. Also könnte ich tatsächlich auch sehr nah hier ranbauen. So. Und damit wäre ich mal eben hier so ein bisschen überlappen lassen. So, und jetzt würde ich da die Wand tuschieren. Würde grob hinkommen, ne? Wäre noch ganz gut Platz. Wenn ich jetzt nicht gleich so einen Riesenhänger nehme und vor allem keinen Drehschemel, dann könnte ich das machen. Ja, ja. Probieren das jetzt aus. So. Wir gehen bis hier. Gut, ich habe noch keinen Mist, ne? Aber den kann ich ja kaufen für den Anfang. Könnte ich einkaufen. Ah, jetzt bin ich wieder unsicher wegen dem Mist. hat eine Idee und verwirft sie gleich wieder. Ich denke nochmal drüber nach. Aber ich... Das ist tatsächlich ein ganz cooler Weg. Ich war nämlich erst am Überlegen, die so eine Lagerstätte für die Eier da drauf zu packen. Jetzt bin ich an diesen Gewächshäusern hängen geblieben. Das ist ja ganz nice. Ich gucke mir das nochmal in Ruhe an. Und dann schauen wir mal. Vielleicht wird das einer von den Next Steps hier auf dem Hof. Weil da, finde ich, kann man tatsächlich auch noch ein bisschen was machen auf dem Hof. Ist fast noch ein bisschen karg. Aber das machen wir dann auch in einer der nächsten Runden. Jetzt sehe ich erstmal zu, dass wir das neue Feld gegrubbert bekommen, dass wir das, dass wir dann in der nächsten Folge den Feldrandkurs einfahren können, den neuen. Und ja, düngen. Und dann sehen. Und dann haben wir ein riesiges Ackergrasfeld für den Anfang, auf dem wir später dann vielleicht was anderes anbauen. Aber jetzt sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.